mit dem Klo gehen. Also, so. Ja, das mit dem Klo gehen hoch. Ach, Mann. Ja, das ist bei ihm auch. Da, bei der, das ist bei dem Anhört. Das ist ja auch so, da hat sie gut und schön. Und dann aufs Klo. Oh Mann. Ja, offiziell aufpassen. Genau. Oh je, wie geht's? Quack. Here we go. Das sieht aus, machst du! Eat this! Einsamer Schatten. Ging auch so schnell. I'm no amateur. So what exactly are we looking for here? Something special in these woods? Yes. Memories. Memories? How is that supposed to help Titus with his hope problem? Memories lie in the past. The future is the domain of hope. Yes, but without your memories of the past, you cannot hope for the future. At least, that's what I think. Interesting. So in a way, our memories are what gives rise to hope. And here in Palamecia, that's what makes us strong. I know it's what we... It's what Titus needs. Go!
power. Weißer Pudding. So hell. You're mine. Vanille Pudding und Heidelberg Pudding. No mercy here. Oh, schon wieder eine Mischung aus. Nee, warte mal, nee, das ist die Vanille ist nicht so hell. Yeah. Here we go. Go. Abgelaufener Pudding. Will jemand mehr essen? Say goodbye! Oh, unser Schwert leuchtet ja cool. Das war FFX auch so. Das ist so schön leuchtet. Boah, der arme Quina. Muss der abgelaufenen Pudding essen. Garuda. Besser als die WC-Ente. Ja, stimmt. Was ist das denn? In der Mitte. So, okay, ein Monster mit dem X, ne? Aus. Oh, es kann nichts Besonderes. Verschub ist doch Erdenbomb. Naja. Das ist Cockatrice. Ja, das kommt los. Ah! Here we go! All you need is kill! Time to die! Yeah. Danke, Luna. Come on! Wir hauen es um! Boom! Garudas! Hit me with all you've got. So, hab doch. Was habt ihr noch? Too easy. Hold up. I heard you two have some juicy memories of this place. What'd she tell you? We're asking you. What was it? Meaningful glances? Pregnant looks? A kiss? It's a lot more complicated than that, trust me. We were in a rough patch of our journey. Things we had believed in turned out to be nothing but lies. We didn't know what to do. We didn't know where to go. We were lost without a map. Sounds dire, but I guess you wouldn't be here if it just ended at that. Yuna said that memories of the past would give you the strength you needed to face the future. I wonder what she meant by that. Oh yeah, I get it. I guess we're a lot better off now than we were before. Is that what she meant? Now's bad, but it could be worse? And that's supposed to give you the drive to go on? That sounds like you're trying to convince yourself more than me. If that's all he needed to do,
then Tidus would have been back in shape ages ago. Schmetterling. Oh, nein! Die Schmetterlingslichtung. Aber wir fangen keine Schmetterlinge, nein. Nein, nein, nein. Nächster Spiel. Kein Schmetterling. Oh. No mercy here. Time to die. Victory is mine. Your last mistake. Schöne Duplo-Blume. Also, hä? Fast wie in der Werbung. Naja. Just you wait. Now or never. Dream is over. Ah, das ist der Mike. Ja, so ein schöner Name. Mike Tyson. Zum Beispiel. Das ist aus der Makalania-Wald. Fühlt sich überhaupt nicht wie Palamysia an. Ja, dieser Ort gehört echt nicht hierher. Erinnert mich irgendwie an dich. Was soll das denn heißen? Ich hoffe, du willst damit andeuten, dass mein schönes, charmantes Äußeres genau wie dieser Wald eine versteckte Dunkelheit verbirgt. Eine geheime Gefahr. Nun, vielleicht stimmt davon die Hälfte. Welche Hälfte wäre das? Ich glaube, das weißt du. Und send deine Feen-Intuition Warnsignale über diesen Ort aus. Weiß nicht, aber unter dieser schönen Oberfläche lauert ganz sicher etwas Gefährliches. Schau dir zum Beispiel diese roten Schmetterlinge an, die sind zu perfekt vollflüssig. Ha, ihr Feen habt wirklich einen Art sechsten Sinn. Ihr sollt euch tatsächlich von diesen Schmetterlingen fernhalten. Magst du denen etwa große Fänge und gruselige Klauen und schaurige Hörner oder so? Nicht ganz, aber sie sind trotzdem gefährlich. Das heißt, sie ziehen das Unglück auf ihre Opfer. Folgt man ihren verlockenden Pfad, verirrt man sich. Man könnte sogar ein furchtbares Schicksal erleiden. Keine Sorge, nicht alles hat es auf einen abgesehen. Die blauen Schmetterlinge sind harmlos. Was also sollen wir tun? Ganz einfach, folgt den blauen, haltet euch von den roten fern. Geflügelte Nervensägen, die Leichtgläubigen in die Irre führen. Wieso bekommen wir das bekannt vor, Echo? Echo. Ich hab nicht die leiste Ahnung, wovon du da redest. Ah! Oh. Okay, wir müssen nur folgen. Ja, es gibt ja bloß den. Bloß den blauen, bis jetzt. Oder sogar der rote. Teilt sich das dann? Ich glaube, das teilt sich dann. Machen wie muss im Spiel.
im Spiel gelernt haben. Nur die Blauen, nicht die Roten. Say goodbye! Well, how did I do? Ja, jetzt teilt sich's. Eine Sackgasse. Und das Spiel schon so nett ist und sagt, die Roten führen nur eine Sackgasse, na dann ist das schön blöd, wenn man da reingeht. James over. Chainstorm. Ja. Heißt es nicht Kettensturm? You ready for this? Chainstorm heißt Kettensturm. Sandstorm, hä? Chainstorm. Besiege an einem Ort, an dem sowohl blaue als auch rote Schmetterlinge sind. Nur die Monster, die die blauen Schmetterlinge rufen. Wenn du Gegner berührst, die zu den roten Schmetterlingen gehören, verläufst du dich wahrscheinlich. Okay. Andere Atmos-Elemente, um einen weiteren Weg zu öffnen. Verlaufen ist auch super. Ja, ne? James over! Aber was sehe ich denn für welche Monster von den roten sind von den blauen? Das sieht man doch gar nicht. Das von FF9, das von FF9.
Oh, hier ist eine schwarze Rose. Time to die! This is my story. Das war jetzt Atmos, ja, aber das ist eher wie das Monster aus FF9, diese... Ja, ist das aus FF9? Berühre die roten Unholde nicht. Ich glaube, wir laufen im Kreis. Du könntest recht haben, sind wir ungefähr abgebogen? Ich denke mal, diesmal ist nicht unser Orientierungssinn schuld, das liegt sicher an den roten Schmetterlingen. Jonas sagte ja, dass wir uns verirren, wenn wir ihn folgen. Und doch bist du es. Ich hätte ja gedacht, dass du mittlerweile auf den Rat anderer Leute hörst. Ganz so weit bin ich wohl noch nicht. Dieses eine Mal war es mein Fehler. Da hätte ich schon wissen sollen, was rot, was blau ist. Hä? Ach, egal. Mal den Spaß nochmal. Ja, toll. Das Spiel ist forscht. Here we go. Volle Kanne. He's there. The last mistake. Warum sieht der aus wie so eine schwarze Rose? Die offen ist. Say goodbye. Dream is over. Ja klar, die können ja nicht so einen überdimensionalen dahin tun, ne? Das ist ja jeder klein hier. Ist ja auch eine Rose. Nur halt größer. Was heißt Rose? Das ist ein Rosenblatt. Große Ifrit, lol, haben sie groß gemacht. Bei FF12 sieht's aus wie klein von Sinn, gell, Atmos. So eine verschrumpfte Art von Sinn. Too easy.
Jetzt müssen wir dahin, wo das Rote ist. Nee. Och, na toll. Wo mehr blaue sind, das ist da unten. Das ist ja nur rot hier. Ja, komm, das ist ja gestern Abend nicht fertig laden wegen. Achso, wie ich bin am Platz. Ist jetzt per Plusdecks. Ja, jetzt war es wieder verkehrt. Also hier hat's auf per Steam hat's gerade mal hoher 65 MB, weiß nicht, wie es beim Handy ist. Ja, nicht. Okay, jetzt kommt Gigabyte. Okay, wollte sagen 6,83 GB. Das fehlen schon eher und mehr. Alt wie eine Zahl. Also 6 GB auf dem PC. Here we go! Time to die!
This isn't over. This is my story. Jetzt ein Boy of Salt. Ja! So, ich darf die blauen Dinger ab. This may be your last chance. Say goodbye! Too easy. Welche Monster kommen? Die dicken könnte im roten kommen oder was? Ist wieder rot. Also kann da kannst du keine fliegen. Ich verstehe den Sinn noch nicht. Wenn ich so eine Bombe angreife, ist es auch rot. Das ist eigentlich scheißegal, welches Monster. Hat der kleine Bombe dahin oder was?
Jetzt kommt gar nichts. Das liegt doch an den Elementen. Nur die Eiselemente angreifen müssen. Dann würde es Sinn machen. Here we go. Das ist der einzige, wo du erkennst, okay, das ist von Blau und dann von Rot. Such power. Okay, jetzt kommt die blauen Schmetterlinge, weiß nicht den Weg, bla bla, dann. Ah ja. Nur Element Eis. Nein, oh, du bist du des Wahnsinns. Lass die in Ruhe. Ich hab's kapiert. Da hab ich Auto gefangen. Das kann böse enden. Ja, so ein Flammenschwert zum Beispiel, das passt jetzt gerade hier rein. Nur Einzelangriffe. So. Jetzt kann nichts passieren. Müssen wir alle angreifen. Wird ja auch automatisch anvisiert, ne? Die Blauen. Here you go! Das wird ja eigentlich schon einfach gemacht. Und jetzt ist alle rot. Das ist ein unfaires Ding. Das müsste ja die Roten angreifen. Hit me with all you've got. Vielleicht hätte ich jetzt fliehen sollen. Time to die! Ist der Weg falsch. You're not tired. Der hätte ich jetzt fliegen sollen, Robby. Thank you.
Leute, ey. Was ist denn so scheiße, Mann? You've no hope. You're mine. Here you go. Es ging vor uns bei dem Kampf nicht. Wir waren so Rote. Das hätte schnell machen sollen. Aufgeben. Any luck? None at all. Nothing I've tried has worked. Maybe I just don't have what it takes to be in Palamecia.
Well, you can say that with a smile, so it's not all bad. That's right! Smiling's not just for when you're feeling great, but when you're feeling down, too! It'll make your worries melt away! Hast du deinen Aufpasser I guess genannt? So. Oder meinst du jetzt, was ist Spitz 15? Ach hey, so. Hey, Yuna, it's been a long time since we've practiced, hasn't it? Ja, der Geburtstag übrigens. Practiced? Oh, I see what you're getting at. Yeah, let's do it. Der hat euer Geburtstag. Hold on, you want to practice what? Smiling! Come on, I know it's just what we need. Oh nein! Lass das! Nein! Nein, Titus, nein! Nein! Oh mein Gott! Is it supposed to be this awkward? Just as weird as I remembered. Oh, you were the one who started. Well, I learned from the best, you know. Well, feeling better after that? Yeah, I think I'll be just fine. I'm sure you will. Yep. We can't keep doing this. Nee, mach nicht so weiter. Es geht noch weiter mit dem Rad. Nee, 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 nee. Weltberüchtigte. Say goodbye! Nee, 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 nee. Geflitzt. Guck mal, wann der Mist aufhört mit dem Sperrling. Jetzt muss ich wieder.
bitte aufpassen. Oh mein Gott. Nur der Kraken. Nur der Kraken. Nur der Kraken. Nur der böse Kraken. Noch jemand gern gehört. Sag mal. Here you go. Beat
this! I'm so proud of you! They would smile, not laugh like maniacs. There must be something in Spira's water. Still, it didn't look easy to do. And it wasn't easy to watch either. Maybe you'd do well to try it yourself. Nine. Is that really why? I guess laughter is too much to expect from you. Tu's nicht. Well, you asked for it. Don't say I didn't warn you. Now look into my eyes. Tu's nicht. Mach ja nicht. Ha ha ha. Ha 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 ha. Make it stop! Ha ha ha. Now the children have a new boogeyman to keep them shivering at night. Don't be mean. Wollte der jetzt A Fleeting Dream nachmachen oder was? Das lange ist nämlich gerade so. Und schon war's still. Hey, geile Musik. Er hat die Musik kaputt gemacht. Eisige Gegas. Gegabelte. Gegöppelte Straße. Die Gaga-Straße. Fast von meiner Couch gefallen. Ah, oh, nein! Mann! Was haben die sich nur bei gedacht, ey? Echt? Warum? Wieso haben die das eingebaut, Mann? Here you go! Gibt's doch nicht. Ja, na wirklich! Oh nein! Mach es aus! Hey! Nightmares incoming. Oh ja! Feuermotze drin. Kann man sich nie wieder das Lachen anhören. Wenn man das andere jetzt hört. I've got this. Damn it! Müssen wir ihn angreifen, damit er.
Feuka. Nicht Feuka, sondern Feuka. Here you go! Hä? Ich will ihn nicht angreifen. Nein. Nein. Nein, das Feuer. Hallo. Scheiße! No challenge at all. Oh Mann! Das ist ein Kack! Großer Kack, ja. Den wollte ich angreifen, der war doch blau. Wir sind der rot geworden. So was Unfaires. Time to die. Wenn ich schnell genug bin, dann ist er rot oder was? Das ist so sauer. Mann. Ey. Gott sei Dank, ja. Mensch. Say goodbye. Weg, Mann, ihr blöden Pudding. Gegner oder was? Ja! Alles klar. Chains up! All you need is kill! Ja, darf ich auch mal? Hallo? Wieder blau. Dann mach dir als erstes platt. Bevor der seine Meinung wieder ändert. So. So. Fall um. Jetzt die blöden Puddinge. Ich sterbe schon noch fast. So! Your dream is over. Mann. Ach nee. Oh, Weg aus der Schmetterling ist mir richtig schon gefunden. Meine Güte. Mal was Neues von einem Eiswald blockiert. Bedenkt man, wer uns begleitet, überrascht mich das nicht. Einige von uns, einer von uns, zieht ein Gesicht, das die Sonne gefrieren lassen könnte. Nun, da du sagst, es ist plötzlich ziemlich kalt geworden. Seht mich nicht an.
Ich mag mich elend fühlen, schmolle aber lieber im Baum. Kannst du sie spüren, die Gegenwart desjenigen, der dich erwartet? Noch eine Bestie, nicht? Genau wie Ifrit. Ha, Shiva! Ein neuer Tag, eine neue Prüfung. Das scheint dir nicht allzu viel auszumachen. Warum solltest du das? Wenn ihm etwas gefällt, dann Prüfungen. Vorzugsweise welche mit Kämpfen bis zum Tod. Ich könnte auch ohne Kämpfen auskommen, aber siegen, das ist immer schön. Fahrt am See. Shivas Altar. Ja! Shiva! Warte mal, weiß ich nicht in der Kunst der Beschwörung. Okay, apropos Beschwörung, Stichwort. So, warte mal, dann nehmen wir erstmal wieder auf. Ach. Eben mal ins Sphärobrett. Mal kurz zu Ifrit. Blitzball. Das ist doch die Prelude-Musik am Anfang. Too easy. Oder nicht? Ist nicht Blitzball. Achso. Da ist der Anfang bis. Da Blitzball starten. Die geht aber ab. Your last mistake. Ignis geht ab. Watch this.
This is my story. Geißeln plus 500%, was ist das denn? Was ist denn Geißeln? Here I come. Geißel oder Geißeln? Was ist jetzt Geißeln? Mit Geißeln nicht mit S, mit S geschrieben? Schaden, warte mal, hier steht's. Erhöht Schaden durch normale Angriffe bei Schock um 500%. Möchte auch haben beim Krieger. Krass. Ja, 7 Geißlein, gell? Oh. Oh. Ach ja, stimmt. Ach. Here you go! Ja gut. Nee, warte mal, Geißlein? SZ, oder? Nee, warte mal. Geißlein. From time to time. Der Wolf und die 7 Geißlein. Der Wolf und die 7.
Nee, Doppel-SZ, das stimmt schon. Ha! Geisel ist das andere. Geisel ist das Opfer. Und die Geißlein sind die hier. Ne? Hm? Ha! Was gewusst, Junge? Nee, die Doppel-SZ geschrieben. Ja, achso, du meinst Geisel Opfer, okay. Ja, wir haben S. Also, du hast Hans lustiger mit SZ, okay. Haben wir das auch geklärt. So, wo ist jetzt hin? Da oben denn. Oh, den Ring erstmal voll. Alles gut. Hab's gerade nicht ganz gepeilt. Ups. So, können wir den ersten Ring dann schon voll machen. Wir haben einen neuen. Ja. Los geht's. Wie siehst denn du aus? Ignis. Ignis. Ich hab noch nicht Noctis gesehen bis jetzt. Immer nur Prompto. Here we go. Da kommt auch nicht. Nur noch Ignis. Und Gladio gibt's auch nicht. Iggy. Hey, Iggy. Sag Gladio. Hey, Iggy. Das ist ganz simpel. No challenge at all. Aua. Ja. Ja. Ganz blendig. Gladio schreit doch immer so halt. Er schreit doch immer so. Anstatt zu sprechen. Say goodbye. Noch eine knappe Stunde. Too easy. Dann habe ich 4 Stunden. 2 Stunden für Uzu und 2 Stunden für Mobius. Wir machen eine Stunde halbe draus. Das werde ich mal Shiva sehen. Nee. Ach Gottes Willen, 8 Stunden, das ist ganz schön anstrengend. Time to die! Meteor, ey.
Say goodbye! Hilft dir dein Ball nix. Ein Shiva wieder so groß. Ja, alles klar. Machst du noch größer. Die gehen nicht rum. Push him back. No challenge at all. Ja, muss es so sein. Genau, muss sie verpassen. Du wirst besser beschwören. Yay! Yay! Shiva ist jetzt also auf unserer Seite. Ja, aber ob sie treu und hingebungsvoll dienen wird, das hängt von mir ab. Verstanden. Bei Ifrit. In der Tat, sicher wird es für jemanden, der Ifrits Achtung errungen hat, nicht schwer sein. Ich hoffe, du hast recht. Ihre Feind einführt. Ja, gell? Dann ist aber... Nach der Prüfung wetten, wenn wir am See sind. Das werde ich zu 1000%. Das ahne ich schon, wie vorhin mit dem Lachen. Okay, dann müssen wir doch noch ein bisschen überziehen. Das scheiß Ferrobrett hier auf. Weitermachen. Nicht für Shiva. Ja, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Here you go! Chainsaw! Schneller mehr überspringen und alles und zack und dies und das und anders kommt man an. Was? Spira-Schutz? Was ist denn schon wieder Spira-Schutz? Ja, da ist eine Karte, komm jetzt los. Vorwärts. Beilung! Time to die! Ups. Ein Eisrahr. Say goodbye! Das ist mal unnütz.
Hier steht wieder was mit Ziege plus bla bla. Was haben wir? Spira-Schutz. Bringt Schaden durch Feinde aus Spira. Aha. Ja, okay. Bringt Schaden durch Feinde aus Spira. Weil der Schaden von den Monstern aus Spira bringt. Too easy. Ich kann aber auch rein, ey. Challenge at all. Just you wait. I'll remember you from time to time. Say goodbye. Too easy. Das Fähigkeit brauchen wir nicht. Sagt uns das noch? Bei uns das Sphärobrett. Ja, das ist Blitzball. Na, Abschnitt. Machen wir klar. Oh! Okay, Angriff ist immer gut. Okay. Es wird noch länger. Oh, das zieht sich so das Feuerbrett.
Time to die! Watch this. I'll remember you from time to time. Mach mal einen eigenen Discord-Server, was ich lustig finde. Lass uns einen Discord-Server machen. Reicht dir meiner nicht? Nicht Spaß. Oder willst du für deine Twitch-Zuschauer auch was machen, so wie ich? This isn't over. Meiner soll ja so klein bleiben. My story. Wunderschön. Ach, du mit deinem Gürkchen. Er hätte uns einen Namen genommen. Ach, Mann. Naja, mach nur. Ach, der Name bleibt nur bei Dead by Daylight. Hättest du aus Möwenpack nehmen können. Möwenpack oder... Leibgarde. James over. Dreams over. Im YouTube, da wirst du verbannt. Das ist jetzt witzig gemeint. Das will ich hier nicht lesen. Will ich noch mit Gürkchen anreden. Muss immer mal selten bleiben. Bist du Gürkchen? Naja, jeder hat seine eigenen Vorlieben. Jeder hat seine eigenen Vorlieben. So. Vergiss es, der hätte ich rausgenommen, sonst. Aber tu, was du nicht lassen kannst. Also, ich hab jetzt das wieder heißt, ich trink dich zu dir wegen Namen.
Ja, besser ist es. Und was kostet. Kann man sich ändern. Ein Supporter ist kostenlos. Ich bleib bei meinen Namen. Mein Name bleibt jetzt so. Jetzt hab ich den verkehrten Weg genommen, oder was? Schau mal, wir kriegen noch einen. Stufe 8 Bot. Say goodbye! I'm no amateur. I'm no amateur. Yeah. Ansonsten nenn dich um, dann hast du die Probleme mit Marcel nicht mehr. Die Unterschiede. Oder immer die, die Verwirrung. Und ich stoppe mal Marcel. Victory is mine! Too easy. Eine Rolle erstellen. Bei so Einstellungen bei Rollen, dann musst du erstmal ja bei dem Plus oben einen hinzufügen. Und dann gibt es wieder eine rechte Anzeige an, anhand ihrer Rollengruppierung. Du hast übrigens ein schönes Krönchen, was ich nicht habe. Bei meinem eigenen Server. Dann muss ich
bei meinem eigenen Server keine Krone hab. Challenge at all. Farbe kannst du aussuchen. Also, welche dir beliebt. Weil du hast bei mir orange, dann. Ah, nicht pink unbedingt. Nicht pink unbedingt. Die Kategorie. Hast du mal geschenkt? Oh, ich hab kein Dings mehr. Ne? Achso, nee. Das, oh ja, IP, also. Das kann man eigentlich machen. Das ist gut. So, jetzt aber noch Sackgasse leider. Achso. Na gut, man kann von breit nur die drei Buchstaben lesen. Aber man kann es denken. Jetzt bin ich Juna praktisch. So, jetzt habe ich keinen Zwerg, Stufe 8. Okay. Stufe 7. Ah ja, gut. Gehen wir es mal zurück. Weiter hier, Shiva erstmal. Shivas Auftritt.
Too easy. Den ersten Pudding nicht eher machen. Die
ersten beiden Pudding. Ja, dann überspringen wir halt die erste. My power. Dritte Runde. So. Und jetzt ist zählt mich auch nicht. Ja, weil ich gerade hier bei Mobius, da wir ja gerade voll im Fall Wiese 10 Ding sind. No challenge at all. Guck mal, jetzt zählt's. Daniel auch, ja. Wow, es hat gezählt. Laut gesagt. Er kann das heute. Er kann. Er muss nicht, er kann. Das ist Zwangs, jo. So, mindestens 5 Gegner mit Himmelszorn. Wenn die Gegner kommen. Medium. Das hätte ich auch nehmen können. Das hohe Medium. Das ist eigentlich doch besser. High Summoner oder das hohe Medium. H, bitte. Und dann Hi Summoner. Huh?
war's ja nur. Genau! Genau so! Too easy. Ich geh nur eine Brücke. Ich hab gesehen, geh nicht zwei gleich. Blau cool. Es ist Belias! Mein Gott, Belias, was machst denn du hier? Fast die Kiste hier. Ja, so geht's auch. Es ist so Smaragd fast. Besser als. Och komm. Take this. No challenge at all. Es war alles gut. Jetzt sieht's aus wie Smaragd. Ich weiß nicht, ob das ihre Erwartungen erfüllt hat, aber ich tat, was ich konnte und das gut. Nicht schlecht für ein Mädchen mit Ausbildung, was? Wow, Narelle, erinnerst du dich noch? Und ich dachte, du wärst zu ernst für alberne Spitznamen. Wie nennst du mich jetzt? Möchte gern Medium? Halbgares Medium? Wie wäre es mit Angebermedium? Ein großspuriger Titel passend zu deinem großspurigen Ego. Danke, Ego.
Oh no, jetzt kommt der Vater am See. Nein! Ja, jetzt ist es Smaragd. So kann's lassen. Hey, you guys mind if I go on up ahead alone? Just for a bit. What? But you... No, don't worry. I won't go far. I just want to clear my head. Don't go biting off more than you can chew. I won't. I think your little laughing session really worked. I hope so. It did. Shall we try? No, anything but that! Nein, nicht nochmal lachen. Lass das Lachen weg. Wir haben genug Lachen gehört heute. Schrilles Lachen, blödes Lachen. Ah, ich will nicht kämpfen. Ich habe es langsam satt, im Kreis zu laufen. Es wartet bestimmt auf uns und ich kann mir gut denken, wo, bei den heiligen Quellen tief im Wald. Klingt, als hättet ihr beide etwas erlebt. Könnte man sagen, das ist ein sehr wichtiger Ort für uns. Ein Ort... Ich ahne Schlimmes. Ein Ort, um über Vergangenes zu reflektieren und über die Zukunft nachzudenken. Dann ist klar, wohin es als nächstes geht. Zweifel plagen, so wie mich zuvor. Als ich alles verloren glaubte, zeigte er mir einen Weg aus meinem Elend auf. Denkst du, er plant jetzt aufzugeben? Das kann ich nicht sicher sagen. Ich weiß nur, dass ich für ihn da sein muss, wie er es für mich war. Alles wird gut, mach dir keine Sorgen. Hoffentlich geht es gut, wie aus wie letztes Mal. Die Quelle, wo wir schon erlebt haben. Ganz viel, Papa. Ja, genau. Leuchtende Latte. Wir skippy die Wappa, boop, machen mal. So, lalala, wir haben's ja davon. So, vorwärts, los. Oh nein, da ist die Quelle. Was? Nein, ich will nicht kämpfen. Komm, jetzt, wenn dann gleich richtig schnell hier, los. So, I'm a Skatman. Skippy die Wappa, boop, 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 Skatman, boop, 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 My story finished a long time ago. When I left Spira, that was supposed to be the end of it. Instead, I found myself in Palamecia, with Yuna not far behind. The story I thought over began anew, only this time. It was our story. We would become warriors of light together. But we didn't. Now that story's over, too. Heretics aren't meant to be the stars of Palamecia's tale. Where do we go from here? We could always... just stop trying so hard. What? Until we figure out what to do, what's the point of beating ourselves up until we know that? We don't need to keep going after such lofty goals. We don't need to do anything. I just want to walk with your hand in mine. We can do that. Yeah. Let's live here. If I can't be a hero, I know just the thing. What'll it be? A blitzball player. Yeah, who cares if no one knows blitzball? I'll teach them. We'll make teams, hold tournaments. It'll be a blast.
course, I'll have my own crew. The Zanarkand Abes. Man, if I could bring the legend back to life in Palamecia, I'd never leave. What a dream. Titus, you... It's nothing. Just leave me alone for a little bit, will ya? I know you had good intentions, but I think telling Titus to stop trying hard did more bad than good. I only wanted him to be able to relax a little bit. I'd jump at the chance to take it easy. Not so for Titus. Titus is at his best when he has a goal to strive for. Take that away from him, and he loses steam fast. I see. I suppose I was the only one who didn't know that about him. How could I have been so rash? You've been with him all this time. You can help him more than either of us. He trusts what you say. Wait, of course, I should have known. It's the same as before. Titus told Luna to just forget everything. He was being kind, but it hurt her to hear it. Because she knew she could not. Yuna would have known better than to do it to him. Just what the hell are you? This gotta be kidding. Was you dahin? Die bleibt doch jetzt nicht im Kampf, die Musik. Oder doch? Bitte spiel, bitte denk dran. Moment zerstört! Boah! Was war das denn jetzt? Wieso war Yuna bei Paris? Das ist der schwarze Bestie. You ready for this? Don't get cocky. You're mine. Here you go. Here I come. Chainsaw. Das war merkwürdig. This may be your last chance. Save a treat for me, or I'll bite. Heidler von vorne.
Oh, jetzt kommt so die Kaka-Set-Musik. Und ist einfach verschwunden. Ich spekuliere jetzt mal, dass das nicht Yuna war. Selbst in Spira kann sie wohl kaum in einem Lichtblitz verschwinden. Wenn sie nicht Yuna ist, wer oder was ist sie dann? Sie wusste genug, um selbst Tidus zu täuschen. Die einfachste Antwort stimmt wohl. Ein Monster hat sich als Yuna ausgegeben und uns alle reingelegt. Warum? Sie schienen nichts Böses im Schilde zu führen. Diesmal stimme ich dir sogar zu. Ich kapiere einfach nicht, was sie vorhatte. Und dahinter müssen wir nicht reinkommen. Wir müssen Tidus finden und zwar schnell. Yuna's gone? Sorry, she was right in front of me. But why would... Was it my fault? Let's split up to look for her, now. All right. Thanks. Ich mache mal eine kurze Toilettenpause und derzeit kannst du der Gaga-Set-Musik lauschen. Thank you.
Oh. Oh, da ist ein Marius. Oh. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie hiermit aufs Herzlichste zu diesem Stream willkommen und ich wünsche uns allen Blut und Schmerz in dem Spiel. Was? Bei Final Fantasy? Da ist ein Marius. Ja, nicht leid Blut und Schmerz, ne? Hallo. Schön, dass du wieder mal einschaltest. Reinkommst. Beziehungsweise. Oh, aufgestaute Tränen. Klingt ja nicht gut. Hätten Sie Musik nicht lassen können. Ich lese gerade, Viva verabschiedet sich von der Bildfläche. Mensch, Viva ist genauso alt wie ich, ey, fast. Da kommt dann bei Viva an. Am 1.12. kommen dann die ganzen Musiksendungen wieder, die diese von, also diese mal gezeigt hatten, Clock Rotation und... Am 15., 16. kommen Viva Los 90s oder gibt es eine neue Tour. Und dann kurz vor Weihnachten kommen Weihnachtslieder, am 30. Wunschkonzert und dann kann man online voten und am anderen Silvester kommt dann Viva Forever. Um 13 Uhr ist dann der Sendebetrieb eingestellt. Oh Mann! Der schöne Sender. Mit Viva hatte ich so viel in Verbindung. Mein ganzen Musikgeschmack. Ah ja, get the clip. Last mistake. I'll remember from time to time. Und da gab's noch guten Anime bei Viva. Van Helsing, X die Serie, Agent Aika, Noah. Wo das war eher mehr MTV. So ein Mist aber auch. Oh, da ist noch Stufe 8. Oh, Gott sei Dank. Just tell him what happened? Maybe mention something about how she disappeared in a flash of light? Maybe something about how that might not be Yuna? I
hiding it will just make it worse. I didn't mean to hide it. He just rushed off before I could say anything. Then, shouldn't we find him and tell the truth? We'd better focus on finding Yuna first. Or whatever that thing is. What if it changes into some slobbering monster? Or a deadly dragon? Then we should probably find it before Tidus does. Let's go. Ich wollte nur mal Faust. Hast du eine Ahnung, wo Yuna hin ist? Nun, ich spüre eine Bestie in der Nähe. Wenn es einen Hinweis gibt, dann dort. Die Worte eines wahren Mediums. Meinst du nicht eher eines Angebermediums in der Ausbildung? Bist echt ein Spaßvogel, weißt du das? Das muss ich sein, um all diese Ödenprüfung zu bestehen. Was die angeht, scheint da noch eine anzustehen. Noch eine? Warum können wir nicht einfach nur nach Yuna suchen? Dass du mal keine Lust auf Prüfung hast. Keine Sorge, etwas sagt mir, dass wir Yuna nach dieser sehen werden. Der Klassiker. Um die Prinzessin zu finden, musst du mich besiegen. Prinzessin ist ein Wort für sie. Wir wissen noch nicht, was sie sein könnte. Tja, nur ein Weg, das herauszufinden. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir jede... Falsches Medium. Jetzt müssen wir all unsere Bestias nehmen. BB! Leider taugt es nichts groß. Ifrit. Achso, jetzt habe ich... Was vergeigt? Stopp! Soll die ja mal... Ifrit anlegen. Nochmal zurück. Ach, wir haben es doch. So. La la la. Einfach umgehauen. Ja, du hast ja vor uns gerade mitbekommen, Marcel. Viva schaltet sich von der Bildfläche ab, ne?
Ich denke mal, du kennst Viva auch im Fernsehen, wo immer die schöne Musik kam und so. Ende des Jahres ist Schluss. Leider. Gibt's nur noch Comedy-Sender. Toll. Dreck. ...24 Stunden lang. Ja, es ist ja nicht mal Musik, mehr, also, oder... Oh Gott. Es kam ja gerade keine Musik. Jetzt kommt ein bloßer Dreck. In Viva. Das, was früher kam, war schön. Da wollen sie jetzt ab Dezember werden montags bis samstags zwischen 12 und 13 die größten Musikschätze der vergangenen 25 Jahre gezeigt. Jede Sendung thematisiert ein Jahr, beginnt dann bei 2018. Und am 31. laufen dann Lieder aus dem Viva 93, also kommt dann Musik aus den 90ern. Ne? Das wird dann schön. 15., 16., 12. kommen Viva los 90s, da kommen nur die 90er. Und dann kurz vor Weihnachten kommen Weihnachtslieder und dann am 30. kommt Wunschkonzert, da kannst du dann für dein Lieblingslied voten. Und am 31. kommt dann letzte Clipstrecke Viva Forever und beginnt um 6 Uhr morgens. Um 13 Uhr wird dann eingestellt. Dann war's das mit Viva. Ja, da kam so Schönes früher, nicht nur Musik, sondern auch Animes. Viva war auch der Sender mit, wo Animes kamen. Das soll sich mal geben. Scheiße. So Mist. So Drecksmüll. Gleich bei Comedy Central beschweren. Ey, was fällt euch ein? Habt ihr eine Macke? Ihr könnt einfach Viva absetzen. Das wirkt nicht so. Einfach so eine Ära abzuschaffen. Na, eine 90er-Ära geht zu Ende. Marius, wenn du noch da bist, geht's dir gut? Wir haben uns ja lange nicht mehr gehört.
zu. Können wir was freischalten? Also nur da unten, da oben. Dum 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 dum. Bam, bam, bam. Time to die! Now or never! Say goodbye! Die! Shine any brighter and you'll burn me up! No challenge at all. So, nehmen wir den Angriff. Oh. Alles gut. Victory! Jetzt kommt. Ja, wir überziehen noch ein bisschen. Here you go!
Macht nichts. I'm no amateur. I'm no amateur. Dream is over. Ach, so muss es lästig für das Ferrobrett. Too easy. Say goodbye! Save a treat for me, or I'll fight! Bei deinem Screenshot gerade hier hast da Wiff erwischt. Seht sein Satz. Muss ich gerade lachen. Der ist aussieht wie dein Lehrer, gell? Was war das? Was hast du da? Ja, mal letztens gesagt, der sieht aus wie dein Lehrer. Oder. oder war das so? Was, ja. Thank you.
Ja, weiß schon. Ich weiß schon. Den Zopf. Also Marcel. Ich glaube, das ist auch uninteressant. Ah, ja. Es will man nicht wissen. Das will man nie wissen. That's how it's done. Sind 77 Stunden in den letzten 2 Wochen viel? Och nö. Okay, bin bei 14. Ja. Ah, nicht von Tonstoß. Say goodbye! Nee. Ich bin fast mit Daniel gleich, der hat 15. Ich habe 14 Stunden in den letzten 2 Wochen und der hat 15. Oh, jo, jo. I'm no amateur. Jo, jo, jo. Was ist los? Was ist das? Jo, jo, jo. Was ist los? Was ist das? Süß. 1, 2, Polizei, 3, 4, Trinity, 5, 6, hatte Kick, 7, 8, gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Trinity, 5, 6, hatte Kick, 7, 8, gute Nacht. Watch this. Ja. Musst du nochmal singen. Musst du doch mal eben sehen. Mal so nebenbei. Your dream is over. Was habe ich denn für Screenshots gemacht vor 2 Jahren? Oh mein Gott. Ja. Ja, ist wirklich gut getroffen. Dass du mit deinem Alter die Scheibe gerade noch kennst. Ja. Kommt durch die Eltern. Also ich bin ja Mitte der 90er und da. Aber man hört es durch die Eltern und durch den Bruder und die ganze Musik. Say goodbye! Eat this! Und hallo, der Hochgebirgsrauber. Ja, na gut. Ah, du bist Baujahr 87. Ja, dann ist das ja voll deine Zeit. Die 90er Lieder. Die ganze Musik von früher. Ich kenne ja erst so die 2000er. Aber die 90er kamen dann so nach und nach. S-
So, jetzt gehen wir mal dahin. Ja, auch sowas festhalten. Huh. 1008. Ja. 1008 Spe. Zeit weniger. Meine Eltern waren nicht so, als dass wir Kinder auf einem modernen Stand hielten. Ist alles gut. Ich konnte es lesen. Time to die! Irgendwie. Magic is mine. Show no quarter! Your dream is over. Ein besseres Ende gibt's nicht. Genau. Oh, vor allem die Zeit. Ja, wir schluchten. Scheiße, sind halt ein eigenes Völkchen. Ja! Das klingt so lustig. Wieso hat der Automod das zurückgehalten, Mensch? War doch nicht so schlimm, das ist lustig. Twitch, Mensch. Ach so, wegen dem. Okay. Mann. Alles gut. Er hat was Witziges geschrieben und Twitch hat sich klein gemischt. You're mine. The one man and the one woman party. In diesem Fall nun two men. No challenge at all. Du sagst es gerade, die Partys. Es gibt heutzutage keine Partys mehr. Gut, ich bin jetzt auch nicht so eine Partygängerin, wo ich jetzt hier irgendwie irgendwo hingehen muss. Aber das, was es früher in den 90ern gab, das... Okay, das hört man, das hat man jetzt von Freunden gehört, die aus den 90ern sind. Die denken, die sagen so, oh, keine Partys mehr, keine Clubs mehr, wo du hingehen kannst und nix. Und jetzt schaffen sie auch noch Viva ab. Das ist bestimmt für dich ein Musiksender der Nostalgie gewesen. Weil der ist nämlich genauso alt wie ich. Der Musiksender, den schaffen sie ab. Wird eingestellt. Ich bin ohnehin ein einsamer Wolf. Mich wirst du kaum auf einer Party oder so sehen. Ja, das ist aber schon zwei. Sei wie gesagt da. Einsamer Löwe. Bin ich da. Ein einsamer Löwe. Wenn dann. Lieber Wolf als ein Löwe. Ich sei ein einsamer Witter. Du sei ein Meister Yoda.
Weil du gerade so schreibst, du sei ein Meister Yoda. Ich sei ein Yoda. Höchstpersönlich. James Owen! Möge sein, die Macht mit dir. No challenge at all. Erfasst du es hast, ja genau. Erfasst du hast es. Oh Gott. Kein Deutsch mehr, muss aufpassen. Ja. Daran ist der Yoda schuld. Daran sein Yoda schuld. Chainsaw! I'm no amateur. Du dir selber beißen in Po. Bekommen's wohl. Wohl bekommen's. Time to die! Wow. You'd make a great vampire, you know that? Alles schön aufessen. Nochmal so, das gehört alles aufessen. Auf den Teller. Genau, den Teller mitessen. Boah. Weil du gerade sagst, den Teller essen. Da gab es mal im Fernsehen so eine Werbung für den extra Kaugummi. Da hat er den extra Kaugummi gegessen. Und dann konnte der in den Teller beißen. Und hat den Teller gegessen. Nur wegen dem extra Kaugummi. Extra macht die Zähne stark. Ja? Auch so eine 90er Werbung. Bei den Bestias, ich glaube, da haben wir alles abgedeckt, oder? Oder der Schmerzschock. Soweit. Ja, gut, jetzt kommen wir endlich zur Karte. Oh, jetzt können wir endlich weitermachen, Mensch.
Forever Rang 1. Ja, ne? Wirst du auch bleiben. Denke ich mal. Martin, ist eh nicht so oft da. Okay. Was hast du gestreamt? Uso bestimmt, ne? Hm. Das habe ich angeguckt und bei mir meckert er mal rum. Alles klar. So, bei mir meckert er mal rum. Ich soll das spielen, das spielen. Und, naja. Hat schon stehen. Naja, gut. Weiß ja bald. Ja, es kommt ja bald ein Ace Combat 7, ne? Hast du recht gemacht. Boah! Das ist der berüchtigte Zyklop. Doppelpunkt B. Ging doch relativ gut. Kannst ja machen. Ich mache noch bis zum falschen Medium und dann... Ah! Mario ist ein bisschen noch da. Da ist ein Marius wieder erschienen. Ein wildes Marius und es setzt Aquaknarre hin. Spannend. Wenn du Mobius feilen, wenn du sie meinst, ja, es ist, weil dein ganz besonderes Event stattfindet. Okay, was nicht gerade so spannend ist, ist das Kampfsystem. Er spielt ja eigentlich gerade wegen dem Event und nicht wegen dem Kampfsystem. Das sei mal dahingestellt, das Kampfsystem. Das ignorieren wir mal. Ignorieren wir mal gekonnt. Und kämpfen einfach. Wow, 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 wow. Bumm. Eis gewinnt. Mein Gott. Das zu uns kommt, ist hier. Ah, wieder Atmos, ne? Ey, alles gefressen. Alles gefressen, das Ding. Oh, hab schon geheilt. Ups.
Was will der Feuerobst? I'm the star player here. Hä? Was klaust du alles? Das Atmos? Ja, das Atmos. Der Atmos. Ja doch, stimmt schon. Der Atmos. Drei Schläge. Oh mein Gott. Kaltfront. Challenge at all. So, die. Die Atmos. Der Atmos. Das Atmos. Gute Frage, was es heißt. Oh nein, Anima. Jetzt kommt die kleine süße Anima. Die kleine süße Anima. Hit me with all you've got. Victory is mine. Bestia ist so schön zu kämpfen, ey. Machen so voll Schaden. Und sehen auch hübsch aus. Nach Bahamut kommt. Na dann. Dann geht's los. Bei Bahamut geht ab. Der hat das Atmos. Einfach. Oh Gott. Nein, der fette Pudding. Ah, geh weg. Du bringst mich um. Oh ja, dann steigt eine fette Party. Du bringst doch was um. Oh, ernsthaft. Take this. Ach, der Spaß wieder. Ich dachte, es kommt was Großes wieder. Ein bisschen ruckelt Spiel, ey. Bei dem eisigen Wind, ey. Wuhu!
Hä? Wo? Dieses Bild? Wo? Wo? Oh. So, links. Jetzt schicken. Push him back. Your dream is over. Guck deine Katze dich an. Ja. Sieht so aus. Gleich den Moment festhalten. Oh mein Gott, na jetzt wird's noch mal spannend. Nach dem Kampf. Ja, war gut. Here we go. Darauf erstmal ein Duplo. Duplo. Die wahrscheinlich längste Praline Welt. My power. Ey! Mann. Da gibt's eine Werbung. Da halten die das so ans Ohr. Dachte so, okay, das ist ein Telefon. Meine Antwort darauf ist auch komisch. Was ist das denn? Schon wieder die Ding da in der Mitte. Der ganze Haus.
Oh mein Gott. Ein Garuda. You look paler than I do. Lecker. Es bekam mir wohl. Oh nein, der dicke Pudding ist wieder. Sehr gut. Genau. Nein, der macht wieder Unfug. Das soll ich nur zu teilen und bin vorbereitet. Langes gebastelt. I'm no amateur. Ein bisschen Spaß muss sein. Ist die Welt voll Sonnenschein? Irgendwie so wie das nicht. Egal. So jetzt. We've been looking for you, and now I'll ask you: Are you our friend or our foe? I mean you no harm. However, I am not the Yuna Tidus knows. Then what Yuna are you exactly? Fake? An illusion? Do you even look like Yuna under there? Whatever you really are, one thing is perfectly clear. You're taking advantage of Tidus. Deceiving him. You don't deny it? I only wanted to see him happy. To be there for him. To stand by him while he finds his way in this world. Tidus needs a driving hope. I wanted to be there. The only hope you gave him was false hope, built on your lies. You gonna vanish again, Yuna? Run away? You come here out of nowhere and just to suddenly go poof without a word. Think about how Tidus feels and stop being so selfish. If you're gonna disappear again, then do it now and don't come back. It's what's best for him. But I... What should I do? Better figure it out soon. Arme Tidus. Yuna scheint uns begleiten zu wollen. Ja, wir können sie genauso gut mit zu Tidus nehmen. Ist der sicher? Nur weil sie uns nicht zu verletzen sucht, heißt das nicht, dass sie unsere Freundin ist. Ich habe schon zu lange zweifelhafte Begleiter, als dass es mich jetzt kümmert. Behalt sie im Auge, dann passt das schon. Nun, das sagst du, wir müssen ihn noch finden. Glaubst du, er ist noch tiefer in den Wald gegangen? Oh, alter Baum. Soll ich noch weiterspielen oder doch lieber morgen machen? Ich wäre eher für morgen. Can I ask you something, Yuna? Well, what should I call you? Yuna number two? I think just Yuna is fine. All right then. Anyways, Yuna, what'll you and Tidus do? First, I'll apologize for deceiving him all this time. No, no, not that. I meant afterwards. Do you want to stay by Tidus's side? Or will you go your separate ways? I want to know what your hope is. Also, in case you were worried, we won't say a peep about this to Tidus. Speak for yourself. However, it might be best not to spill the beans all at once. Remember, the best lies are sprinkled with a dash of truth. My favorite recipe. I'm not sure. I've never considered my own hope.
You said you never wanted to lose Tidus again. That you'd do whatever was in your power to protect him. How much truth was there in that? Think about it for a bit. You might be surprised with the answer. Wieso soll das nicht Yuna sein? Wer ist das dann? Illusionen oder so. Was zum Henker? Henker aktiv. Ja, stimmt. Tidus ist ja bloß davon verschwunden. Echt? Ich habe nicht gedacht, dass es eine Illusion ist. Also halt der Originalen schon ziemlich ähnelt. Eigentlich sogar 100%. Warst du schlauer als ich? Aber dann hat schon was geheilt. Your dream is over. See any signs of Tidus. There are only so many places he can go. He ran off in a hurry. He could be anywhere by now. Hey, da pfeift er doch. Do you hear that? It sounds like... Huh. That whistle. Oh. It's far,
but I think I know where it's coming from. Good. Then let's go find it. Will das die Kopie machen? Finde Tidus. Du hörst, wie Tidus irgendwo im Wald pfeift. Jedes Mal in sein Gebiet beendet, pfeift Tidus erneut. Versuche langsam, aber sicher seine Position ausfindig zu machen. Geil. Da hinten. Da hinten. Da ist er doch, da hinten. Wandelwald. Ja, das Bild, ne? Das sieht ordentlich aus. Too easy. Oh, wirklich too easy. Ich wünschte, ich könnte das auch, dieses... Das kann ich nur. Das normale Pfeifen kann ich. Mehr kann ich auch nicht. Da da dam dam. War es voll gut, jo. Your dream is over. Ja, ne, da ist sie gewinnt, der macht der ruckelt. Zu laut. Es ist näher dran. Ich würde aber gern so finden. Ja, wie sagt Tidus? Practice! Von FF15 bist hier Dead Eye. Das ist Dead Eye. Einfach nur Behemoth. Ist einfach nur ein schlechtes Behemoth. Ah. Ah, ah, ah. Ja. Too easy. So schwach ist das eigentlich. Thank you.
Na, nach links zu gehen wäre jetzt Quatsch. Wir müssen doch mal näher kommen, Mann. Also Spiel. Werde uns nicht. No challenge at all. Ja, was mit dem Morbul? Es wird immer lauter. Ja, genau. Jetzt kommen wir direkt zu ihm. Mensch. Spiel wollen uns veräppeln hier. Ja. Monitor wurde beseitigt. Das ist gerade wirklich besser mit Shiva kämpfen als mit uns, ey. Autsch! Blöder Gandalf. War. Oh, was bist denn du für ein Drache? Alter, riesig! Ja! Sein Kompott. Okay, der Drache konnte nichts. Es klang, als käme das Pfeifen von hier drüben, aber keine Spur von Titus. Könnte er sein? Ich hoffe, er hat sich nicht verirrt. Das ist das reinste Labyrinth. Keiner der Straßen ergibt einen Sinn. Selbst wenn wir wüssten, wo er ist, wäre er schon woanders, wenn wir dort ankommen. Und so streift er ziellos umher. Wenn wir meinen, näher zu kommen, entfernt er sich, wie eine Metapher für das Leben. Wenn wir versuchen, uns einander anzunähern, ist das Risiko, uns zu distanzieren, am größten. Aber manchmal wächst die Liebe mit der Distanz. Es mag so wirken, als sei Titus jetzt weit weg, aber wir werden den Weg finden, zumindest wenn du darauf hoffst. Wenn ich darauf hoffe? Toll. Sind wir zu weit gelatscht, oder was? Was? Wie jetzt? Mano! Ja, wir machen noch 6 Stunden voll. Your last mistake. No mercy here. Ja.
Adamantheimai. Und Wackelpudding ist schon wieder. Das war Erdbeerpudding. Hinter ihr. This is my story. Machen wir jetzt hier ein Fangspiel oder was? Suchspiel, Versteckspiel. Zuck jetzt Kopf. Und wieder Wackelpuddinge. Blaubeergeschmack. Ich rassel durch das Spiel jetzt hier. Das ist wie so ein Versteckspiel. Komm, such mich, such mich. Nein, nicht nach rechts. Das ist falsch. Nach unten nur nicht. Das ist näher dran. Dein Spiel fällt uns nicht wieder. Einfach Auto und auf geht's. I'm no amateur. Eisbrand geht ja ab, du. Der Mike ist immer vor mir. Ich komm schon dem vorbei. Ja, geht doch. Mann. So, jetzt rein da, los. Tidos, jetzt komm raus. Schuhe der Kraken. Der absolut nichts kann. Oh mein Gott, ein Feuerdrache. Ach, da fällt der Drache wieder. Kurzen Prozess. This is my story. So, jetzt, komm raus, Tidus. Los. Ah, da ist es, seid alle still. Musst du gerade sagen. Ist schon wieder weit weg. Ich höre es ganz leise. Wie, weil, wie kann er noch so weit weg sein?
Keine Sorge, wir finden ihn bald, da bin ich mir sicher. Naja. Oh. Ja, das mache ich heute nicht mehr. Umgelatsche. Die haben wir gerade. Das ist sogar die letzte auch schon da. Also können wir sogar nach der Episode... Ja, eine geheime Bestie, aha. Können wir sogar nach der Episode 4 weitermachen dann. Ja, das ist glaube ich hier jetzt bei uns. Als Herausforderung diese Bestie beschwören. Obwohl der Pfad zu dieser Bestie extrem hart ist, ist er die Mühe absolut wert. Anfangen hier. Im August war das schon der Prolog, ne? Und hier war dann die erste Episode. Das wäre Robert. Also neue Puddinge. Ah, Biran und Jenke.
gucken, ob es hier schon eine geheime Bestie gibt. Jetzt nicht, das ist nur jetzt bei uns hier, also in der jetzigen. Also haben wir noch nicht verpasst. Was das angeht. Wir müssen mal gucken, wenn wir es abgeschlossen haben. Die Beschwörung der Geheimbestie empfehlen wir die FF-Kollaborationsjobs Schwergewicht und legendäre Wächter. Na gut, Schwergewicht haben wir ja. Das haben wir ja. Müssen wir gucken, wenn wir es geschafft haben, wenn wir durch sind. Dann können wir mal gucken. Achso, bei der anderen, bei der fünften, letzten, war da auch wieder was? Als Abschluss kannst du heute bestimmt eine geheime Bestie beschwören. Bestimmt Bahamut. Betten. Dunkelerde. Hier nochmal Taijutsu. Klingt auf Yojimbo. Ach ne, bewirkt Taijutsu. Das klingt wie Yojimbo. Ja, und bei uns klingt es wie Bahamut. Denke ich mal. Müssen wir mal warten. Wir müssen erstmal durchspielen. Ich glaube, lange dauert es nicht mehr. Wenn wir dann da unten sind, geht's dann Richtung Senakin. Man hat ja schon im Bild gesehen. Wir sind dann im Dom. Bei dem letzten. Hier. Wir sind dann im Dom. Huch, was ist das denn? Geht ein Weg nach oben? Okay, cool. Ja, das ist ja die nie zuvor erzählte Geschichte, andere Geschichte, die an 11x2 anschließt. Traum in einen Traum, komm endlich zum Abschluss. Begleite den mutigen Tidus in Palamisia bis zum Ende. Okay, scrollt von allein. Hä? Lustig. Genau. So, aber... Die 6 Stunden wollte ich voll machen, die sind voll. 6 Stunden. Jetzt wäre es ja nur noch 8. Oh Mann. Gibt's auch bei dem Hahaha. Fehlen nur noch 2. Ja, gell, bis 8. Bis 8 Stunden. Da, 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 da. Nee, müsste ich jetzt bis 1 Uhr machen. Nee, so lange schaffe ich es nicht mehr heute. Ich bin ein bisschen müde.
Na gut, Marcel, dann wünsche ich dir mal eine gute Nacht. Und dann hören wir uns morgen wieder. Ach, puh. Ich kann nicht mal eine richtige Abschiedsrede machen, Mensch. Ja, du kannst noch was satteln, wenn du möchtest. Ja, ich will, ich soll morgen nochmal in die Firma kommen. Wegen den Arbeitsschutzschuhen, wegen dem Zettel noch. Und da will ich nicht so spät da rein und will da nicht so ein bisschen die Bocken schlafen morgen. Das ist das allerletzte Mal, wo ich nochmal rein muss. Ja, die mich heute anriefen und sagten, ja, wegen den Arbeitsschutzschuhen, die hat man nur gestellt gekriegt, die hat man nicht geschenkt bekommen. Und dass man die abgibt und das. Ja. Also das letzte Mal, dass ich einen Fuß da reintrete. Der Fuß da reinsetzt. Brauchen Sie mir nicht irgendwie noch zu kommen mit irgendwas. Ach ja, ist ja gut, Mensch. Geh ja schon schlafen. Du auch gelernt haben bei Yoda, genau. Ich nie wieder einen Fuß da in diese Firma setzen. Okay, das war zwar deutsch grammatisch gut, aber... Ja. Gut. Und da heute noch Promptus Geburtstag ist, ehre ich das mit dem Endbild. Yeah.